Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Lookfantastic Beauty Box in der Black Friday Limited Edition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist die Limited Edition, die es halt am Black Friday gab. Also die ist jetzt natürlich dann ausverkauft. Dümm, ist leider kein Black Friday mehr, ne? Aber die hauen halt jedes Jahr aufs Neue raus. Und ich denke mir, naja, entweder guckt ihr euch das jetzt an und merkt euch das schon mal für nächstes Jahr vor. Oder man guckt sich das nächstes Jahr an und sieht, was drin ist. Keine Ahnung. Irgendwer guckt sich das an und freut sich da vielleicht drüber. Ich habe 40 Euro dafür bezahlt. Und es ist ein bisschen größer, also ne, die ist hier höher, die Box auf jeden Fall. Und ich bin selber gespannt, was drin ist. Und habe ich schon gesagt, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe keine Ahnung, ich bin ein bisschen neben der Spur, ein bisschen durch den Wind im wahrsten Sinne des Wortes. Alter, ist das stürmisch bei uns. Sieht man vielleicht, ne? Ich war eben noch mit Sammy kurz draußen. Ne? Meine Haare sind einfach irgendwann dann fort. Also quasi blown in the wind. Ich weiß es nicht, dust in the wind. Oh, eins meiner... Ich habe ja damals... Ja, komm. Wir labern heute. Ich spiele ja Gitarre. Und Dust in the Wind ist so ein mega geiles Lied, was ich damals auch auf super vielen Geburtstagen oder auch immer zu Weihnachten oder so dann auf Gitarre vorgespielt habe und dann auch mitgesungen habe. Ich würde so unheimlich gerne auch mal solche Videos hier hochladen. Problem ist, darf man nicht. Also ja, wenn es halt Songs sind, die ja generell irgendwie lizenziert sind oder sowas, ne, darf ich das nicht. Ich habe zwar auch selber Lieder geschrieben, aber das ist mir peinlich. Und also die möchte ich irgendwie nicht so gerne hochladen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich ja doch irgendwann mal Bock und mache das dann doch, ich weiß es nicht. Ich habe halt, ne, Dust in the Wind, voll geiles Lied, also gib das mal hier bei YouTube nach diesem Video gerne ein oder ich verlinke euch das mal im i. Dann habt ihr da mal so ein bisschen Inspiration, was das für ein geiles Lied ist. Also super geil. Okay, wir gucken mal in die Box. Ihr seid hier eigentlich aus einem ganz anderen Thema. Ich rede viel. Hier unten sind Timestamps. Hüpft weiter, falls es euch nicht interessiert. Hier habe ich einmal dieses Heftchen, wo Black Friday Edit draufsteht und hier sind schon die Produkte abgebildet. Die haben wir auch immer direkt in dem, also bei den Limited Editions von Lookfantastic ist es immer ein bisschen anders als bei zum Beispiel der Schwester Glossy Box, denn da wird immer direkt gesagt, was auch drin ist und das finde ich persönlich sogar besser, weil dann weißt du direkt, was du bekommst und kaufst nicht die Katze im Sack halt, ne? Und hier kommt schon dieser krasse Duft raus, weil hier haben wir auch ein Produkt von Rituals drin, was einfach die ganze Box erfüllt. Bei Lookfantastic haben wir kein Schleifchen, wir haben einfach nur das Seidenpapier, was meistens gefaltet ist und mit einem Klebi zusammengehalten wird. Heute hat er sich gedacht, nö, habe ich gar keinen Bock drauf. Und hier haben wir dann einmal den Blick in die Box. Ich bin sehr gespannt. Normalerweise habe ich ja auch eine Kooperation mit Lookfantastic, aber ab und zu kaufe ich mir dann ja auch die limitierten Boxen selber. Und jetzt Richtung Weihnachten haben die ja zum Beispiel die Beauty Chest rausgebracht. Und da wird auch noch mehr kommen, Leute. Ne? Also schaut da auf jeden Fall mal bei mir auf Instagram vorbei. Da heiße ich AIDYP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Wenn mir sowas in die Finger fällt, dann poste ich das da auch sehr gerne, damit ihr euch das dann auch bestellen könnt, wenn ihr möchtet. Als Abonnent bekommt man das meistens ein bisschen günstiger und als Nicht-Abonnent kann man sich die aber auch kaufen. Und da gibt es auch immer wieder coole Limited Editions zu speziellen Marken zum Beispiel, ne? Okay, ich starte jetzt mal mit dem Produkt, was hier den Duft versprüht, jedenfalls in meinen Augen, in meiner Nase. Und zwar habe ich hier von Rituals The Ritual of Mare, die Loving Body Cream mit Sweet Orange and Cedarwood, also 70 Milliliter sind hier drin. So ein mega warmer Duft, der jetzt auch voll in die Weihnachtszeit passt. Ne? Das riecht so ein bisschen wie jemand, der im Wald sitzt und eine Orange schält. So riecht das. Im Tannenwald. Riecht sehr, sehr gut. Ich mag einfach die Qualität von diesen Body Lotions bzw. Body Creams von Rituals. Die sind immer sehr reichhaltig und jetzt auch gerade so Richtung Winterzeit, wenn alles so etwas trockener ist. Ne? Ich habe ja eh schon trockene Haut, aber dann im Winter noch mal ein bisschen mehr. So geil. Jeden Abend gönne ich mir auch tatsächlich dieses Pflegeritual und creme ich dann ja auch ein und so. Und da wird die auch auf jeden Fall dieses Jahr bei mir auf dem Körper landen. Dann habe ich hier noch was von Molton Brown mit dabei. Das ist ein Duschgel, denn duschen dürfen wir natürlich auch in der kalten Jahreszeit mit Vetiver und Grapefruit. Ich weiß gar nicht, 100 Milliliter sind hier drin. Das ist eher so ein Unisex-Duft. Den hatte ich jetzt auch schon öfters mal in den Händen gehabt, als ich Adventskalender gepackt habe oder auch ausgepackt habe mit euch. Es ist eher Unisex.
Denn dieses Vetiver ist sehr würzig, finde ich. Oder Vetiver? Wie heißt das? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Genau, also das würde ich sowohl für Männer als auch für Frauen empfehlen. Aber auch tatsächlich die Bodycream, ne? Also die können auch Männer verwenden, weil das jetzt nicht irgendwie stark blumig oder stark süß riecht. Das finde ich immer ganz nett, wenn man sich das so theoretisch teilen könnte, ne? Ja, dann habe ich hier was Rosafarbenes drin. Ich mag rosa. Hydrating Facial Glow. Oh, vielleicht kann ich das sogar als für mein Fullface Beauty Boxen verwenden. Denn heute ist der 1.12., wo ich die Box auspacke. Dann könnte das in mein Fullface Beauty Boxen für Dezember schon reinkommen. Aber nein, Leute, das ist ein Illuminating Facial Tan Mist. Denn das ist von Mean Tan Body Skin, 100 ml. Nee, ich möchte mein Gesicht jetzt tatsächlich nicht bräunen. Also nicht als Fixing Spray, glaube ich nicht, ne? Das ist eher so, nee, 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 nee. Das machst du direkt auf die Haut und das soll auch noch hydratisieren und so. Rose ist mit dabei, das finde ich ganz cool. Und ich habe auch von vielen schon gehört, die sowas halt anwenden und wo das halt echt gut funktioniert. Also bei mir ist halt das Einzige, was bislang so auch, also was ich offiziell auch in meinem Gesicht verwende und nicht noch eine dicke Schicht Make-up drüber packen möchte, weil mir das nicht gefällt. Von Beauty Mates. Da habe ich ja diese Booster-Geschichte auch und da gibt es auch diesen Sun-Gedönsen. Oh, ich habe jetzt den Namen vergessen. Der Tan Booster, Tanning-Gedönsen, habe ich euch mal eingeblendet. Da gibt es jetzt im Dezember auch einen Code, CloudyXmas. Damit sparst du 30% bei Beauty Mates, finde ich ziemlich cool. Und ich bekomme eine kleine Provision dran, aber trotzdem habe ich euch mal mit reingeschrieben. Verlinke ich auch mal in der Infobox. Und ja, also sowas würde ich vielleicht mal testen, ja, aber bislang halt alles, was ich auch im Gesicht getestet habe, was ich am Körper getestet habe, war nicht so repräsentativ, als dass ich euch das zeigen wollen würde, ne? Nur mal so. Dann habe ich hier etwas drin. Das war auch letztens bei uns in einem, in Trashosaurus war das drin, von Balance Me. Das Rose Otto Face Oil, 100% natürlich, 10 ml. Das hatte ich mir auch da rausgenommen, glaube ich, ne? Und sowas ist was, was ich nicht fürs Gesicht verwenden würde, sondern ich würde mir das tatsächlich auf die Hupen, die Mumu oder auf meine Oberschenkel geben. Denn da gebe ich mir gerne nochmal so eine Vorpflege auf. Nachdem ich geduscht habe, habe ich meine Pflegeroutine auch für den Körper und so, ne? Und da gebe ich mir sowas gerne auf. Das hier ist jetzt mit so einem Rollerball und ja, ne? Kann man sich dann auch übers Gesicht rollen. Eigentlich ist es ja auch fürs Gesicht gedacht, aber ich zweckentfremde gerne solche Produkte. Und vielleicht wird das hier dann auch einfach in meinem Backup bleiben und dann für die anderen Regionen verwendet. Würde mich jetzt aber fürs Gesicht nicht so flashen. Dann habe ich hier von Aurelia etwas drin. Das ist der Probiotic Blemish Hero. Was machst du? Salicylsäure und Hazel. Hazel ist aber nicht Hazelnut, oder? Ist nicht Haselnuss? Ich weiß es nicht. Targeted Purifying Paste. Okay, eine verfeinernde Paste. Ist das wie ein Primer? Nee. Ah, China Clay. Also mit Lehm ist das und Salicylsäure. So, wie habe ich das denn anzuwenden? Du machst es direkt auf dein Gesicht, lässt es trocknen und wäschst es ab. Also im Prinzip ist es halt wie eine Maske. 15 Gramm, ne? Würde ich jetzt einfach so mal denken, wenn ich das jetzt hier so habe. Huch. Ja, ich würde es als Maske bezeichnen. Wenn das ja auch etwas ist, was du drauf lässt und dann abmachst, sobald du dazu bereit bist. Warum nicht? Und das ist für ein verfeinertes Hautbild mit Beipackzettel. Was kostet sowas denn? Ich habe das ja hier vor mir liegen, ne? Die Nummer 6 steht nicht bei. Schön. Muss ich mir die Preise bei Lookfantastic raussuchen? Ich blende euch die ja auch immer mit rein, ne? Oder die stehen halt auch manchmal, wenn man diese Limited Edition Geschichten hat, sogar auf der Homepage direkt mit drauf. Dann habe ich hier was, was auf jeden Fall in mein Fullface Beauty Boxen mit reinkommt. Von Revlon habe ich hier einen Lippenstift. Ich glaube, den habe ich sogar schon. Ist jetzt hier in der Farbe 225 Rose Wine. Hört sich sehr so an, als hätte ich den schon mal, ne? Und ja, den lasse ich jetzt auch erstmal zu, weil ich dann gleich erstmal in meiner Sammlung gucken muss. Ist auch so ein sehr roter Ton. Wirklich rot, aber etwas dunkler, ne? Sehr interessant. Fullface Beauty Boxen habe ich gerade von November bei mir im Gesicht. Also man sieht gar nicht so verkehrt aus, aber guckt euch das nicht aus der Nähe an. Da gab es den einen oder anderen Fail. Wow.
Ja, dann habe ich hier noch etwas von Elemis mit dabei, das ist ja schön. Eine Superfood AHA Glow Cleansing Butter mit Pumpkin, also quasi mit Kürbis. Es ist eine Gesichtsreinigung mit 20 Millilitern und das soll mit AHA, also quasi mit Fruchtsäure, das Gesicht zum Glowen bringen. Ja, da das AHA ist, was man ja direkt abwäscht, ist es nichts, wo man sich so ganz vorsichtig dran gewöhnen muss, wie zum Beispiel bei dem AHA Glow Booster von Beauty Mates, ne? Bisschen Werbung nebenbei ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, zum Abwaschen bin ich sehr gespannt. Ich glaube, den habe ich aber schon. Muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich mag das ja ganz gerne beim Double Cleansing, ne? Sowas verwende ich dann gerne unter der Dusche. Hier habe ich jetzt was. Genau, nö. Das ist Overnight. Von Ren Clean Skincare. Wegen Clean dachte ich gerade, ne? Und Balm. Ever Calm. Der Overnight Recovery Balm. Der soll beruhigen und nähren. Für sensible Haut habe ich. Sehr, sehr schön. Und das ist cruelty free. 30 Milliliter. Ist es dann ein This Rich Night Balm, also quasi eine Nachtcreme ist es dann. Aha, und Ren ist ja auch 100% recycled, interessant. Ren ist ja auch eine sehr hochwertige Marke, eben wegen dieser ganzen Clean Skincare Geschichte. Kommt hier in einem Glastiegel und da bin ich ja auch gespannt drauf. Ne? 30 Milliliter ist eine mittlere Größe für eine Gesichtscreme. Aber da es für sensible Haut geeignet ist, finde ich das schon wieder sehr, sehr interessant. Also da muss ich mal schauen, ob sich das dann auch mal demnächst in meine Skincare-Routine integrieren lässt. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Aber sehr interessiert bin ich definitiv, weil alles, was so für sensible Haut ist, bin ich immer ganz vorne mit dabei und sage, ja, möchte ich gerne ausprobieren. Dann habe ich etwas, den werde ich nicht in meinen Full-Face-Beauty-Box mit reinnehmen, den habe ich schon Anfang des Jahres mit drin gehabt und da hat er mich schon nicht so gut überzeugt. Das ist von Ayeko Galactic Lid Gloss, also für die Augenlider, 4 Milliliter. Und ja, das ist halt so ein Liquid Eyeshadow, ne? Und der hat bei mir einfach überhaupt nicht gehalten. Hallo. Wer möchte denn jetzt gerne gegrüßt werden? Wir gucken mal. Mama! Meine Mama! Liebe Grüße, liebe Mama. Die war heute nämlich bei mir auch da und fragt mich jetzt gerade nochmal nach unserem Weihnachtswunsch. Genau. Okay, also auf jeden Fall habe ich den Anfang des Jahres schon mit euch ausgetestet und da ist es halt hart gekrümelt. Also das hat gar nicht bei mir gehalten. Dadurch, dass ich halt so leichte Schlupflider habe, halten solche Geschichten per se bei mir nicht so gut. Und wenn man dann noch irgendwie was hat, was vielleicht von der Qualität nicht ganz so astrein ist, ne, dann krümmelt sich das da irgendwie zurecht und sieht am Ende echt furchtbar aus. Und ich weiß noch, dass es eins der ersten Produkte war, die ich mit euch auch in meinen Full-Face-Beauty-Boxen-Geschichten ausprobiert habe. War nicht gut. Dann habe ich hier was drin von 111 Skin. Und zwar ist das eine Maske, das finde ich ziemlich fancy gerade. Von der habe ich gesprochen, als ich glaube, die Look Fantastic Beauty Chest mit euch zusammen geöffnet habe, weil das ist das Produkt von der Marke, was ich eigentlich bislang nur so kannte, ne? Dieses rosé-goldene Verpackung und dann diese Lady, die so Striche im Gesicht hat. Ein super hochpreisiges Produkt und die wird auch auf jeden Fall ihre Anwendung finden. Wir hatten nämlich in der Beauty Chest auch irgendwas von der Marke mit dabei und ja, sehr, sehr teuer. Also das ist etwas, wenn ich die drauf mache, dann denke ich, alles klar, jetzt bin ich aber im Luxushimmel angelangt, ne? Und was soll die überhaupt machen? Wahrscheinlich glätten oder sowas. Ja, Wrinkles wegmachen und Barrier Function und Rejuvenating und so weiter. Ja, ja, und 24 Karat Gold soll hier drin sein. Hallöchen, Popöchen, ne? So, eine Tube habe ich hier noch drin und dann war es das auch schon mit der Box. Das hier ist etwas von Pormos Coconut Oil Formula, ein Conditioning Shampoo mit 50 Milliliter. Per se hört sich das nach etwas an, was ich mögen würde, aber da hier Kokosnuss drin ist, ist das nichts für mich. Ich mag super, super gerne halt Shampoos, die meine Haare pflegen, die denen halt die Trockenheit nehmen und Kraft geben und so weiter, also nährende Shampoos, ne? Ich weiß, umstrittenes Thema, habe ich aktuell von Pomelo und Co. in Anwendung. Das sind halt aktuell die Shampoos, die ich verwende und auch die Spülung und so weiter. Das gefällt mir richtig gut. Da habe ich auch einen Code, kann ich euch auch mal einblenden. Da könnt ihr ordentlich sparen. Das ist ein Rabattcode da. Ich glaube, Claudis Welt, ne? Da variiert diese Höhe der Rabattcodes immer mal wieder. Als ich letztens geguckt habe, waren es 60%, aber müsst ihr einfach mal schauen. Ist auch kein, also habe ich keine Provision oder sowas dran. Auf jeden Fall mag ich das sehr, sehr gerne, weil mir das sehr gut gefällt und meine Haare halt auch wirklich schön macht. Jetzt gerade habe ich sie im Bommel, aber ne, die sind halt wirklich puffiger, die haben mehr Glanz, die sind einfach schöner. Und
Ich mag den Duft halt auch sehr gerne von diesem Acai, was da drin ist. Hier Kokosnuss ist leider nichts für mich, also vom Duft her, aber an und für sich würde ich das tatsächlich verwenden, wenn, vielleicht packe ich das sogar in meine Backup-Geschichte mit rein, muss ich mal gucken. Da muss ich halt die Nase mal kurz zumachen, ne? Aber ich mag es gerne, wenn etwas halt sehr nierend für meine Haare ist, weil ich, ja, wasche mir meine Haare jeden Abend und ich mag das sehr, sehr gerne, das zu machen, weil morgens habe ich immer wirklich dann immer fettige Haare und das ist, wie es ist. Ich habe lange, dünne Haare und das ist, ich bin 32, ich habe jetzt schon eine ganze Weile auch ausprobiert, ich habe auch schon Ölkuren und wie auch immer man das nennen mag, also wenn man wirklich mal eine Woche sich nicht die Haare wäscht und so weiter, habe ich gemacht, ne? So diese Entwöhnung vom täglichen Haarewaschen versucht, furchtbar, mag ich nicht. Mag ich einfach nicht und deswegen bleibe ich da bei meiner Routine und die gefällt mir sehr gut und meine Haare wachsen ja auch wie Bolle, also von daher scheint es ihnen gut zu tun und ja, egal. Ihr Lieben, das war es jetzt hier mit dem Unboxing von der Lookfantastic Black Friday Limited Edition. Ich finde es immer ziemlich cool, wenn die Boxenfirmen halt so zu diesen speziellen Ereignissen was raushauen und da einfach nochmal ein bisschen die Abonnentinnen und Abonnenten glücklich machen oder halt Leute, die halt noch nicht die Beautybox abonniert haben und einfach nur mal reinschnuppern wollen und sich dann so eine LE-Box holen, ne? Ich glaube, das lohnt sich halt schon immer mal wieder und hier haben wir halt coole Produkte drin, hauptsächlich Pflege, aber das hast du halt hauptsächlich auch in Beautyboxen drin enthalten, aber ich glaube, wir haben hier sehr, sehr hochwertige Pflege mit drin enthalten und ja, so viel dazu. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!